Okay, heute gibt's ein kleines Double Feature. Hangover 1 und 2. Ja, also das sind die Titel, Hangover 1 und 2. Ich habe mir gedacht, das wäre witzig, wenn man, weil es kommt ja demnächst der dritte Teil und da hat man einen Grund, ein Double Feature bei sich zu Hause zu veranstalten, ein paar Freunde einzuladen und vielleicht eine Kiste Bier zu kaufen, wenn das mal reicht. Ha? 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 Und ich greife mal ein paar Sachen vor. Ich meine, erst Las Vegas, dann in Thailand. Was kann man dazu essen? Burger und Thai, oder? Also da verrückt. Ich meine, dann muss man zwar zwei Lieferdienste, wobei die meisten Lieferdienste, ich kenne einen Lieferdienst und der macht beides hochwertig. Also da gibt es Asia Food als auch American Food. Das heißt, ihr seid auf der sicheren Seite oder ihr seid so, es ist ja jetzt schön draußen, da könnt ihr auch Burger selber machen und bestellt nur asiatisch. Da spart ihr vielleicht ein bisschen Geld. Ja, ihr ladet ein paar Freunde ein und dann zieht ihr euch diese beiden geilen Filme rein. Das ist wirklich geil, weil Hangover 1 und 2 vom Inhalt her, da tut sich nicht viel. Die Truppe ist ja erstmal in Las Vegas, ne? Also das Wolfsrudel, ja, ist in Las Vegas. Und dieser Alan ist natürlich der Gag, das Gag-Monopol in den Filmen. Und in Las Vegas gibt es halt die Situation, dass einer verloren geht. Und das ist witzigerweise im zweiten Teil auch so. Die Konstellation ändert sich im zweiten Teil ein klein wenig anders, also will ich nicht viel zum Inhalt sagen, weil es geht eigentlich um Filmriss, ja, um ein Hangover. Ja. Mit wem gucke ich den Film? Habe ich schon gesagt, mit den besten Freunden. Was kann ich dazu essen? Habe ich auch schon beantwortet. Burger, also American Food und Asia Food, das ist ein Must. Also ihr könnt ja ein kleines Buffet aufbauen. Also ich wäre so, dass ich ein kleines Buffet aufbaue, nur um ein Double Feature zu genießen und das auch quasi wie Königin Frankreich. Das Preis-Entertainment-Verhältnis, ihr kriegt beide Filme mittlerweile, ich weiß nicht, ob es das schon gibt, aber das erfahrt ihr in der Infobox, ob es das gibt bei Amazon, ob es das schon, vielleicht, es gibt ja mittlerweile wie bei Iron Man so ein Double, so eine Doppelbox vielleicht, aber ich würde sagen, kauft es euch einzeln, weil der dritte Teil steht schon vor der Tür. Ich glaube, mir war es damals 12 Euro wert, aber ich hatte das Glück, dass ich den zweiten Teil geschenkt bekommen habe, deswegen, ja, ich habe den jedenfalls für 10 Euro im Steelbook geschossen. Ich weiß, das ist Dance-Version, das ist nicht der Steelbook, aber ist ja nicht schlimm. Fortsetzung oder Reihe habe ich damit auch beantwortet, weil es kommt demnächst das Ende. Der dritte Teil steht vor der Tür und mein Gott, ich bin gespannt. Ich will immer noch wissen, was mit dieser Giraffe passiert und warum die eine Giraffe haben. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Ich träume sogar davon. Naja, es ist ein Off-Cook-Film auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall ein Off-Cook-Film und ein Freunde-Film. Ihr guckt den mit Freunden. Es ist sogar Humor für Mädels. Ja, die können auch drüber lachen. Auch wenn es, vielleicht ist es eher, die meisten Gags gehen ja auf Kosten, auch von Frauen. Und aber wie gesagt, das können alle drüber lachen. Das ist halt ganz gut. Jetzt würde ich gerne wissen, ja, wie findet ihr diese beiden Filme? Findet ihr vielleicht Hangover 1 besser, Hangover 2 besser, Hangover 2 besser als Hangover 1, Hangover 1 besser als Hangover 2? Freut ihr euch vielleicht auf Hangover 3 oder findet ihr jetzt, oh, muss es sein, noch ein dritter Teil? Ist es ein dritter Teil überhaupt nötig? War überhaupt ein zweiter Teil nötig? Keine Ahnung. Ich würde es gerne von euch wissen. Und wie gesagt, wenn ihr heiß auf die Filme seid, wenn ihr die sogar noch nicht kennt, naja, in der Infobox ist der Link dazu. Da ist die Heilung. Ja, die Heilung dafür, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Tja, ich sage Tschüss. Und ich ziehe mir die jetzt rein. Hey, habt ihr Bock? Blumentipps! 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 Mit Lars und Dan.